Ende der Welt, Nordpol, Weihnachten 1930. Erst am Heiligabend, dem 24. Dezember, zu Ende geschrieben. Ihr seht, oder ihr hört, ein neuer Brief vom Weihnachtsmann aus dem Buch Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Meine Lieben, ich habe mich sehr über all eure Briefe gefreut. Es tut mir schrecklich leid, dass ich nicht die Zeit gefunden habe, sie zu beantworten. Und selbst jetzt fehlt mir die Zeit, die Bilder für euch in Ruhe fertig zu malen oder euch einen langen Brief zu schreiben. Und das würde ich so wirklich gerne tun. Hoffentlich machen euch eure Strümpfe dieses Jahr Freude. Ich habe versucht, das aufzutreiben, was ihr euch gewünscht habt. Allerdings waren die Lager im ziemlichen Durcheinander. Ihr müsst nämlich wissen, der Polarbär war lange krank. Zuerst hatte er Keuchhusten. Da konnte ich ihn beim Sortieren und Packen, das ja schon im November beginnt, nicht mithelfen lassen. Denn es wäre doch schrecklich, wenn sich eines von meinen Kindern mit dem Polarkeuchhusten ansteckten und dann am zweiten Weihnachtstag wie ein Bär bellen würde. Also musste ich alles selber vorbereiten. Natürlich hat Polarbär getan, was er konnte, während ich mit Packen beschäftigt war. Hat er sauber gemacht und meinen Schlitten repariert und die Rentiere versorgt. Und dabei passierte dann das wirklich Schlimme. Anfang dieses Monats hatten wir einen furchtbaren Schneesturm. Über 1,5 Meter Schnee fiel da, dem ein übler Nebel folgte. Der arme Polarbär ging hinaus zu den Rentierställen und dabei hatte er sich verlaufen und wurde im Schnee fast begraben. Ich habe ihn eine ganze Zeit lang gar nicht vermisst und darum auch nicht nachgeschaut, wo er blieb. Er hatte sich vom Keuchhusten noch nicht ganz erholt, deshalb wurde er schrecklich krank und musste noch bis vor 3 Tagen im Bett liegen. Alles ist drunter und drüber gegangen. Und mein Posttier konnte auch niemand mehr richtig versorgen. Seid ihr nicht froh, dass es dem Polarbären jetzt wieder besser geht? Am Samstag, als er sich wieder einigermaßen wohlfühlte, haben wir die jungen Polarbärchen und Schneebuben zu einer Party eingeladen. Das sind Polarbärs Neffen und die Söhne der Schneemänner. Die einzigen Leute, die hier in der Nähe leben. Die Schneeleute sind natürlich nicht aus Schnee gemacht, obwohl mein Gärtner, der von ihnen allen der Älteste ist, manchmal einen Schneemann hinmalt, statt seinen Namen zu schreiben. Gegessen hat der Polarbär zum Tee nicht viel, aber als später das große Knallbonbon platzte, hat er seine Decke weggeworfen und einen Luftsprung gemacht und seitdem ist er kerngesund. Ich habe euch von allem, was passiert ist, Bilder gemalt. Von Polarbär, wie er nachdem der Tisch abgeräumt war, eine Geschichte erzählt, wie ich Polarbär im Schnee entdecke und wie Polarbär mit den Füßen in heißem Wasser dasitzt, damit der Schüttelfrost aufhört. Aber der hörte nicht auf und Polarbär musste so schrecklich niesen, dass er dabei 5 Kerzen ausblies. Trotz allem, jetzt geht es ihm wieder gut. Ich weiß das, weil er schon wieder seine Streiche macht. Er streitet mit dem Schneemann, meinem Gärtner, und schubst ihn durch das Dach seines Schneehauses. Oder packt Eisklumpen statt Geschenke in die Päckchen für die Kinder, die nicht artig gewesen sind. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Bloß sagt er es mir nie. Und manche Päckchen mit Eis drin wurden in warmen Lagerräumen verstaut und sind da geschmolzen. Und alles ist in die Geschenke für die braven Kinder hineingelaufen. Oh je. So, meine Lieben, es gäbe noch eine Menge zu erzählen. Von meinem grünen Bruder und von meinem Vater, dem alten Großpapa Jule.
und warum wir beide Nikolaus heißen, nach jenem Heiligen. Man feiert ihn am 6. Dezember, der immer heimlich Geschenke verteilte und dabei manchmal Geldbörsen durchs Fenster geworfen hat. Aber ich muss schnell los. Ich bin schon spät dran und in Sorge, dass ihr diese Zeilen vielleicht gar nicht mehr pünktlich bekommt. Küsse für euch alle, euer Nikolaus Weihnachtsmann. PS, Chris hat keinen Grund, sich vor mir zu fürchten. Klippenhaus, 31. Oktober 1931. Liebe Kinder, schon jetzt habe ich Briefe von euch bekommen. Ihr seid ganz früh dran. Ich habe noch nicht einmal angefangen, mir Gedanken über Weihnachten zu machen. Dieses Jahr war es im Norden sehr warm und bisher ist kaum Schnee gefallen. Wir sammeln gerade Brennholz für Weihnachten. Ich wollte euch nur schreiben, dass meine Boten jetzt, da der Winter angebrochen ist, regelmäßig bei euch vorbeikommen. Morgen werden wir ein großes Feuer anzünden und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Sonntag und Mittwochabend ist die beste Zeit, um Briefe an mich abzugeben. Dem Polarbären geht es gut und er benimmt sich sogar einigermaßen, obwohl man nie weiß, was er noch anstellt, wenn der Weihnachtsbetrieb erstmal angefangen hat. Grüßt John ganz herzlich von mir. Alles Liebe von eurem Nikolaus Weihnachtsmann. Endlich ist der Weihnachtsmann aufgewacht. Er hat fast den ganzen heißen Sommer hindurch geschlafen. Wenn wir nur Schnee gehabt hätten. Mein Pelz ist ganz gelb. Alles Liebe, Polarbär. Ja, das machen wir noch. Klippenhaus, Nordpol, 23. Dezember 1931. Wir sind schon im Jahre 1931 angekommen. Oha! Meine lieben Kinder, hoffentlich gefallen euch die Sachen, die ich euch gebracht habe. Anscheinend interessiert ihr euch gerade sehr für Eisenbahnen. Also bringe ich euch hauptsächlich Sachen dafür. Ich grüße euch so herzlich wie immer. Eigentlich sogar noch herzlicher. Der alte Polarbär und ich haben uns sehr über die vielen Briefe von euch und euren Tieren gefreut. Glaubt bloß nicht, dass wir sie nicht lesen. Solltet ihr feststellen, dass nicht alle Sachen gekommen sind, die ihr euch gewünscht hattet, und vielleicht überhaupt nicht ganz so viel wie früher, so denkt daran, dass es in dieser Weihnachtszeit auf der ganzen Welt schrecklich viele Menschen gibt, die arm sind und Hunger leiden. Ich habe, wie mein grüner Bruder, außer Spielsachen, auch einiges an Nahrungsmitteln und Kleidung zusammenbringen müssen für all die Kinder, denen ihren Eltern gar nichts geben können. Zuweilen nicht mal ein Abendbrot. Ich bin mir sicher, dass ihr von euren Eltern nicht vergessen werdet. Also, meine Lieben, hoffentlich seid ihr an Weihnachten fröhlich und streitet euch nicht. Spielt schön mit euren Eisenbahnen. Alle miteinander, vergesst euren alten Weihnachtsmann nicht, wenn ihr Kerzen am Weihnachtsbaum anzündet. Und mich auch nicht, sagt der Polarbär. Es ist nach wie vor warm hier oben. Nicht das, was ihr warm nennen würdet, aber eben warm für den Nordpol. Mit nur sehr wenig Schnee. Deshalb ist der Polarbär, ihr erinnert euch doch an ihn, schon die ganze Zeit faul und schläfrig und beim Packen und bei überhaupt allem, was er tut, trödelt er herum, außer beim Essen. Er hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, von den Päckchen mit Esssachen alle Sorten durchzuprobieren, um zu sehen, ob es auch frisch ist, wie er gesagt hat. Irgendjemand muss das ja tun. Und in ein paar Korinthen habe ich Kerne gefunden, sagt der Polarbär. Aber das ist nicht das Schlimmste. Ich würde kaum merken, dass Weihnachten ist, wenn er nicht wieder irgendeinen Unfug anstellte. Ihr werdet nie erraten, was er diesmal gemacht hat. Ich hatte ihn in einem meiner Kellerräume hinuntergeschickt, in die Knallkammer, wie wir es nennen, wo ich tausende von Schachteln mit Knallbonbons aufbewahre. Ihr müsst sie mal sehen, Reihen über Reihen, alle mit offenem Deckel, damit man die Farben erkennt. Kurzum,
Ich brauchte 20 Schachteln und ich hatte gerade mit dem Sortieren von Soldaten und Einzelteilen für Bauhöfe zu tun. Also schickte ich ihn, aber er war zu faul, dass er sich zwei Stehbuben, die dort unten gar keinen Zutritt hatten, zum Helfen mitnahm. Die fingen sofort an, Knallbonbons aus den Schachteln zu reißen und er wollte sie deswegen ohrfeigen, die Schneebuben meine ich. Aber sie duckten sich und er stolperte und ließ eine Kerze fallen. Puff! Mitten in meine Feuerwerkskörper und die Schachteln mit den Wunderkerzen hinein. Den Krach habe ich oben deutlich gehört und auch den Brandgeruch in der Halle gerochen. Und als ich hinuntersauste, sah ich nichts als Qualm und verpuffende Sterne. Und mein alter Polarbär rollte am Boden herum, mit zischenden Funken im Pelz. Er hat eine ganz kahl gebrannte Stelle am Rücken. Das war gar nichts, aber später hat der Weihnachtsmann mir beim Abendessen Soße auf den Rücken gekippt. Natürlich der Polarbär, der das sagt. Die Schneebuben brüllten vor Lachen und rannten davon. Es sei ein herrlicher Anblick gewesen, haben sie später gesagt. Aber zu meinem Fest am Stephanstag werden sie nicht kommen. Sie haben schon mehr, als ihnen zusteht. Seit einiger Zeit sind zwei Neffen des Polarbären hier zu Besuch. Paksu und Valkotuka. Die Namen bedeuten Fett und Weißhaar, wie sie mir sagten. Es sind junge Polarbärchen mit dicken Fenstern. Sehr lustige Burschen. Sie knufften einander dauernd und kugeln am Boden herum. Aber nächstes Mal möchte ich sie doch lieber am zweiten Weihnachtstag hier haben und nicht ausgerechnet in der Zeit, wenn ich packen muss. Letzte Woche bin ich an einem Tag 14 Mal über sie gestolpert. Valkotuka hat ein knäuelroter Kordel verschluckt, weil er es für Kuchen gehalten hat. Es hat sich in seinem Bauch abgerollt und er bekam einen richtigen Strickhusten und konnte nachts nicht schlafen. Aber ich muss sagen, das geschah ihm ganz recht, weil er mir Stechpalmenzweige ins Bett getan hat. Dieser kleine Bär war es übrigens auch, der gestern die ganze schwarze Tinte ins Feuer geschüttet hat. Er wollte, dass es Nacht wird. Nun, das wurde es auch. Und zwar eine Nacht voller Qualm und Gestank. Paxo war letzten Mittwoch den ganzen Tag über verschwunden. Und am Donnerstagmorgen fanden wir ihn festschlafend im Küchenschrank. Er hatte zwei ganze Fleischpasteten verputzt. Roh. Die beiden werden einmal genau wie ihr Onkel. Das ist nicht fair, behauptet der Polarbär. Leb wohl jetzt. Bald werde ich wieder mich auf den Weg machen. Irgendwelche Bilder, auf denen ihr mich am Steuer eines Flugzeugs oder Automobils seht, dürft ihr nicht glauben. Ich kann diese Dinger nicht lenken. Und mir liegt auch gar nichts daran. Sie sind ohnehin viel zu langsam. Vom Gestank ganz zu schweigen. Kein Vergleich mit meinen Rentieren, die ich selbst ausbilde. Dieses Jahr sind sie alle sehr gut in Form. Meine Postsendungen werden sicher ganz pünktlich eintreffen. Für Weihnachten habe ich ein paar Jungtiere aus Lappland dazu bekommen. Der ideale Ort für Zauberer. Und die Rentiere sind zauberschnell. Auweia. Irgendwann schicke ich euch ein Bild von meinem Rentierstall und meinem Zaumzeugschuppen. Ich gehe davon aus, dass John seinen Strumpf ein letztes Mal aufhängt, obwohl er schon 14 ist. Aber ich vergesse niemanden, auch wenn er schon zu alt für Strümpfe ist. Außer er vergisst mich. Grüße. Grüßt alle herzlich von mir. Ganz besonders die kleine PM, deren Strumpftage erst beginnen und hoffentlich alle glücklich werden. Euer euch liebender Weihnachtsmann. PS. Das alles hat der Nordpolarbär gemalt. Er macht Fortschritte, findet ihr nicht? Aber die grüne Tinte gehört mir. Er hat gar nicht gefragt, ob er sie nehmen darf. Ja, dann muss ich leider sagen,
Das war's für diesen Adventskalender mit den Briefen vom Weihnachtsmann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch werden die nächsten Projekte in den nächsten Tagen noch gefallen, die nächsten Überraschungsvideos, die noch kommen. Seid nicht traurig, das Buch ist noch groß und ja, es kommt noch ein Weihnachten im nächsten Jahr und wer weiß. Ich kann nur sagen, die Kinder von Tolkien, die haben die Briefe jährlich gekriegt. Ich habe sie euch jetzt innerhalb eines Adventskalenders zu mehrfach vorgelesen. Ihr habt so viele Briefe davon jetzt innerhalb eines Kalenders gehört. Und ja, der Adventskalender ist ja noch nicht vorbei. Es kommen noch ein paar Türchen. Ich hoffe, die machen euch genauso viel Spaß wie diese Briefe vom Weihnachtsmann. Dann würde ich sagen, bis morgen und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Adventskalender-Türchen. Man sieht sich. Ciao, ciao.